Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Siberia 3. Ja, in der letzten Folge sind wir genau hier stehen geblieben und ich habe es ehrlich gesagt nicht so wirklich verstanden. Ist mein Mauszeiger jetzt schon wieder hin? Hallo? Nicht so wirklich verstanden, was wir hier eigentlich machen müssen. Also ich verstehe, dass der hochgeht. Ich nehme den am besten nochmal eben raus. Ich möchte nämlich mal wissen, ob der ganz senkrecht hochgeht oder nicht. Ja, geht nur bis da. Okay. Inwiefern hilft mir das jetzt weiter? Wenn ich jetzt den auf 35 stelle, wird mir das jetzt irgendwas bringen? Ja, meine Rundfahrt, wie schön. Okay. Bin ich jetzt? Offensichtlich nicht da, wo ich wahrscheinlich hätte sein sollen. Also ich denke mal, da ist irgendein Trick dahinter. Ja, die 35, was waren das andere, was da drauf stand? Das waren 15 und 20 oder 25? Moment, da muss ich nochmal eben nachschauen. 15 und 25. Okay. Ach Mann. Muss ich da jetzt vielleicht immer runtergehen oder so? Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, was ich jetzt machen soll. 25. Tue ich mal einen Kolben rein. Kann man den denn jetzt rausnehmen? Den kann ich rausnehmen. Okay, das ist anscheinend nicht gewesen. Oder hätte ich jetzt mit der 15 anfangen müssen und dann die 25? Aber der geht ja mal runter. Ne, das kann ja nicht sein, ne? Okay, ich schätze, dass es das jetzt nicht gewesen ist. Okay, dann ziehen wir jetzt mal raus. Dann sollten wir theoretisch ja wieder am Eingang rauskommen. Diese Nadel muss mit der Feder des Mechanismus verbunden sein. Also, wir sind, wenn ich das jetzt gerade richtig gesehen habe, wieder am Anfang, ne? Die 30 steht auf dem Zettel, ist richtig. Aber mit der 35, nicht die 30. Damit hat es aber nicht funktioniert. Das heißt, wir drehen das jetzt nochmal komplett auf. Und probieren es jetzt mal mit den restlichen Zahlen. Ich habe doch keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ey. So. Vielleicht passiert da irgendwas. Da steht ja auch nochmal bei 45 ist ja auch nochmal so ein Ding. Vielleicht muss man das in die 40 reinmachen. Ich habe keine Ahnung. Das Problem ist, ich weiß ja auch nicht, wo wir hin müssen. Sonst würde ich noch sagen, okay, ich versuche da hinzukommen.
So, dann nehmen wir den jetzt raus. Und hoffen, dass wir da hinkommen, wo wir hinkommen sollen. Oder auch nicht. Oder? Moment. Hä? Mauszeiger, Mann. Oh. Ach, hier rein sollten wir kommen. Okay. Hilft uns das denn irgendwie weiter? Kann man hier runter? Ja. Ist denn hier oben noch irgendwas? Ja, kann ich nicht mehr rum. Okay, war nicht ganz so kompliziert, wie ich gedacht habe. Aber ich verstehe nicht, warum dann da stand 30 ist richtig. 35 ist richtig. Moment, wenn man die 5... Nee, wenn man die 15 und die 25 zusammenrechnet. Ich verstehe es irgendwie immer noch nicht. Aber okay, Hauptsache wir kommen hier an. Wo sind wir denn jetzt hier? Bringt uns das jetzt in irgendeiner Art und Weise weiter? Das ist jetzt die große Frage. Hier hängen Frauenklamotten. Das war ein BH, oder? Wie reizend. Das hier oben ist ein BH. Wohnt hier jemand? Für André, meinen stolzen Soldaten. Noch frisch. Ja, das dachte ich mir. Weil die Klamotten sehen jetzt auch nicht so aus, als ob die jetzt schon Jahrhunderte alt sind. Cursor! Oh, da war er kurz. Pilze? Warum Pilze? Vor allem höre ich schon wieder Musik im Hintergrund. Kommt die hier von aus dem Wagen, genau. Können wir da rein? Theoretisch ja. Doch, praktisch, wenn wir nicht klicken können. Wenn nicht klicken müssen, dann auch. Mein André. Ist es auch wirklich deiner? Okay, Fotoalbum. Kann man sich das mal angucken hier? Anscheinend nicht. Das ist jetzt unter den Dokumenten oder wie? Hä? Anscheinend kann man da wohl auch nichts mitmachen. Sondern wirklich nur angucken. Also lesen ist nicht. Okay. Ach so, ich kann... Ah, okay. Papa und Mama in der Kolchose... Nahodotzen. Ich glaube, ich gebe es auf mit dem Vorlesen hier. Ich habe euch so lieb. Die Uniform, die sie mir nach der Kriegserklärung gaben, der Blick des Genossen Quartiermeister, als er meine Größe finden musste. Ist das ein Riese oder was? Ja, sieht aus wie eine Stadionkarte hier links. Zur selben Zeit mobilisiert, aber nicht im selben Regiment. Wenn ich daran denke, wie der Genosse Lieutenant uns einmal beinahe mit einem unserer nächtlichen Treffen erwischt hätte. Oh Gott. Ach so, dann war das die Frau wahrscheinlich hier, von der jetzt die Rede ist. Die Olympiade in Moskau nach nur einem Jahr an der Front. Goldmedaillen für uns beide. Okay. Ja, das haben sie erstmal nicht übersetzt. Das ist anscheinend zu lang. Mein Schmucker Andruschka oder so. Der Vergnügungspark an dem an unserem ersten Arbeitstag. Der Vergnügungspark direkt nachdem es passierte. Ruhe in Frieden, mein Geliebter. Okay. Was ist das denn? Mein Flohsack mit Ersatzteilen. Du bist alles, was mir jetzt noch bleibt. Okay.
Sieht aber nicht Zweitplatzierte im Schönheitswettbewerb des Kreises Nahodotsk 1979. Das ist alles. Endlich habe ich es gefunden. Mein Foto vom Schönheitswettbewerb des Kreises Nahodotsk 1979. Der beste Tag in meinem Leben. Zweiter Platz. Und ich lernte Andrujuschka kennen. Okay. Eigentlich sollst du das öffnen. Es funktioniert nicht. Ach nö. Versuchen wir etwas anderes. Wer auch immer ich. Das ist nicht richtig. Der hat ja wohl nicht seinen Schrank abgeschlossen, oder? Unmöglich. Euer Ernst? Nichts. Keine Chance. Auf keinen Fall. Och Leute, echt. Manchmal machen die Rätsel aber auch wirklich keinen Spaß. Dann bringen die einen wirklich nur zur Verzweiflung. Ein typisches Teenagerzimmer. Ein Teenagerzimmer? Naja, ich glaube jetzt nicht, dass das hier ein Teenagerzimmer ist, nach den Bildern, die wir gesehen haben. Oh, nähen kann sie anscheinend auch. Medaillen. Sehen wir jetzt den letzten Akt unserer exklusiven Folge von Reaktor der Leidenschaft, Ihrer Lieblingsserie mit einer exklusiven Mischung aus Liebe, Gier und Plutonium. Heute konfrontiert Pyotr seinen besten Freund Yuri. Worum es geht? Um das Herz der schönen Genia, die dem einen versprochen, doch rettungslos verliebt in den anderen ist. Und auch wenn keiner weiß, wie ihre Konfrontation enden wird, steht eins fest. Heute Abend ist die Luft erfüllt von jede Menge Testosteron und Leidenschaft. Yuri, ich würde dich nie um so etwas bitten. Dich, meine besten Freund, wenn es nicht so wichtig wäre. Du verlangst, dass ich meine Hochzeit mit Genia absage und wagst es, dich noch meinen Freund zu nennen? Komm schon, Yuri. Du weißt, sie liebt mich. Das kannst du mir nicht vorwerfen. Nicht? Und was hält Tatjana von all dem? Und eure Familie? Wissen sie, dass du vorhast, die Hochzeit für Genia abzusagen? Sie werden es akzeptieren müssen. Und dein Erbe... Ich glaube irgendwie, das ist nicht ganz so wichtig, was wir uns da gerade anhören. Ja. Vielleicht können wir draußen noch irgendwas machen. Einige olympische Medaillen. Hm. Wer sind Sie? Und was um alles in der Welt tun Sie hier? Oh, hi. Entschuldigung, ich... Sie sind also das Frauenzimmer, das meinen Wagen genommen hat? Wegen Ihnen musste ich meine Beute die Gleise entlang schleppen. Selber Frauenzimmer, genau. Tut mir wirklich leid. Ich begleite diesen Nomadenstamm und wir versuchen, aus dem Park herauszukommen. Ich dachte, der Wagen gehört niemandem und dass ich ihn für uns verwenden könnte... Ich dachte nicht, dass ich damit jemandem schade. Sie hätten sich erst ein bisschen umschauen können. Er ist nicht für alle verlassen. Ha, das hat gerade noch gefehlt. Hier, braver Hund. Mama bringt dich in 0, nichts wieder zum Laufen. Wofür ist der Schlüssel gut? Zur Aktivierung der Automaten des Parks. Man muss sie immer mal wieder aufziehen, sonst werden die armen Dinger völlig neurasthenisch. Oder sogar bösartig. Und dann fallen sie aus. So. Okay. Also ich brauche den Schlüssel, aber ich stelle mich am besten erstmal vor, wenn ich nett bin. Es war nicht meine Absicht, so einen schlechten Start hinzulegen. Ich möchte mich vorstellen. Ich bin Kate Walker. Ich begleite den Stamm der Yukol auf ihrem Zug in ihre heiligen Lande. Und Sie sind? Hoho, eine Amerikanerin. Ja, ja, ich hätte darauf wetten können. Ich hätte es mir denken können. Eine Amerikanerin. Hoho. Ich bin Oberfeldwebel Katerina Viktorovna Drozdolova,
Gewinnerin der Goldmedaille im Kugelstoßen bei der Moskauer Olympiade. Und Witwe des gefreiten Andrei Gregorowitsch Drostolow. Altgedienter Artillerieoffizier und Eiskunstlauf-Champion. Hocherfreut, Sie kennenzulernen, Katharina. Es könnte sein, dass Sie meine Rettung sind. Könnten Sie sich vorstellen, mir Ihren seltsamen Schlüssel zu leihen? Ich brauche ihn, um einen Automaten zu reparieren, den wir brauchen, um weiterzukommen. Sie sind wirklich höflich und drücken sich aus wie ein Buch, junges Fräulein. Sie haben Rückgrat, das gestehe ich Ihnen zu. Dieser Schlüssel ist extrem wertvoll für mich. Und nach allem, was ich weiß, können Sie und Ihre Wichtelbande eine Banditengang sein, die alles klauen wollen, was Sie kriegen können. Schrotthändler, die glauben, trotz der Strahlung sei hier eine Goldgrube. Ich habe das Gesindel mit einer Ladung Schrot verscheucht. Bringt mir das was übers Fotoalbum? Kommen Sie, ich rede mit Ihnen. Sie sind also die Katharina Drozdolova, die Zweitplatzierte im Schönheitswettbewerb des Kreises Nahodotsk 1979? Ja, stimmt, das bin ich. Da habe ich meinen Andrei kennengelernt. Um ehrlich zu sein, hätte ich gedacht, dass man mich im Westen eher für meine sportlichen Erfolge kennt. Jetzt, wo ich weiß, wer Sie sind, wage ich es nicht, auf den Schlüssel zu bestehen. Ich würde nie jemanden von Ihrem Stand belästigen wollen. Oh, hören Sie auf. Als klasse Frauen sollten wir uns nicht so beweihräuchern. Sagen Sie mir, warum Sie den Schlüssel brauchen und ich sehe, was ich für Sie tun kann. Ich muss einen Automaten aus dem Park wieder aktivieren, damit ich unser Schiff das Ufer hinaufziehen kann, damit die Straußenherde im Laderaum heraus kann. Die Yukol und ihre Herde müssen ihren heiligen Zug so bald wie möglich fortsetzen. Und je länger wir hier festsitzen, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Soldaten, die uns verfolgen, uns erwischen. Wenn ich ja sage, versprechen Sie dann, dass Sie ihn zurückbringen, sobald Sie fertig sind? Natürlich. Ich würde nie das Vertrauen der großen Katharina Drozdolova missbrauchen. Okay, dann sage ich ja. Passen Sie gut auf ihn auf. Er hat mir meinen mechanischen Flohsack 20 Jahre lang am Laufen gehalten. 20 Jahre? Ich dachte, alle Überlebenden wären nach der Katastrophe fortgegangen. Aber für ihn war es leider schon zu spät. Ihr Mann wurde verstrahlt? Wir beide. Aber mir hat es nicht geschadet. So bin ich einfach. Oder vielleicht war ich wegen all des Mülls immun, den Sie mir verabreicht haben, damit ich bei Olympia goldene Nippes hole. Und seither haben Sie nie versucht, nach Weißenbohr zu gelangen? Nein. Ich hörte, dass alle Strahlenopfer dort in diese Klinik gesteckt wurden und nie wieder rauskamen. Außerdem hatte ich hier alles, was ich brauchte. Ein Heim. Ich bin meinem Andrejuscha nah. Ich habe meinen Hund und so viel Beute, wie ich will. Eine letzte Frage noch, bevor ich gehe. Sie sagten, die Luft im U-Bahn-Tunnel sei sauber. Führt der aus der Stadt hinaus? Ja. Folgen Sie einfach den Gleisen hinter meinem Quartier, dann verlassen Sie Baranur durch die Station Olympiastadion am Ende der Linie. Das ist die Endhaltestelle. So vermeiden Sie nicht nur die Strahlung, Sie haben auch Strom. Einer der wenigen noch funktionierenden Stromkreise der Stadt. Seien Sie nur vorsichtig. Ein paar Rohre sind gebrochen und haben einige Korridore mit Seewasser überschwemmt. Danke, Katharina, für alles. Also, was ich jetzt aber nicht so ganz verstehe, die wohnt anscheinend ja schon ziemlich lange hier. Und die hat nicht einmal abgenommen. Ja gut, wenn sie natürlich immer Wildschweine hier erledigt, dann kann ich es nachvollziehen. Vor allen Dingen ist das ein mutiertes Wildschwein mit zwei Köpfen. Ach du Schande. Hat die nicht gesagt, ich soll hier durchgehen? Eieiei, okay. Ja komm, beweg dich. So, ach so, oder hier durch. Sie hat doch davon gesprochen, mit der U-Bahn-Station weiterzugehen, oder? Nee, hier ist zu. Hm.
Gehen wir erstmal die Treppen wieder hoch. Kommt man hier durch? Ah, okay. Hier sind Treppen. Und hier ist eine Sackgasse. Ja, geil. Dahinter muss der Park liegen. Ja, aber theoretisch müsste ich ja eigentlich nur wieder den Weg zurückkommen. Also mit dem Waggon, oder? Oder hat die mir den jetzt geklaut? Ja. Da bin ich mir nämlich jetzt nicht so sicher. Kann ich da jetzt rein? Okay. So, also. Den können wir rausnehmen, dann müssten wir ja theoretisch wieder komplett bis zum Anfang. Der ist auch schon hier. Da steht doch direkt schon wieder einer, okay. Zwei stehen sogar da. So. Was gibt's Neues, Kate Walker? Frau Kate Walker hat offenbar Zeit für Spaß. Nee, haben wir nicht. Ich hatte keinen Spaß, Ayahuasca. Ich habe einen Weg gesucht, wie die Karawane sicher hier wegkommt. Nicht ärgern, Kate Walker. Dieser verfluchte Ort macht die U-Call etwas nervös. Was hast du entdeckt? Also nehmen wir die U-Bahn. Die Luft ist sauber und über die Station am Ende der Linie können wir die Stadt verlassen, ohne von der heiligen Route des Zuges abzuweichen. Ach, wohin führt der Ausgang der Station? Eine Art Sportstadion. Olympia oder so ähnlich. Olympia. Land der Märtyrer. Gute Arbeit, Kate Walker. Ich weiß nicht, was die U-Call ohne deine Hilfe tun würden. Zuerst müssen wir die Kristalle auf den Strand hochziehen. Wie können wir dir helfen, Kate Walker? Also, eure großen Strauße können nicht mit dem Wagen zur U-Bahn gelangen. Können die U-Call den Schutt am Bahnhofseingang wegräumen, während ich mich um die Kristall kümmere? Gehe Freiwillige suchen. Bis bald, Frau Kate Walker. Hast du etwas von den U-Call gehört, die noch in der Kristall eingesperrt sind? Es geht allen gut, auch wenn die Strauße langsam ungeduldig werden. Wir müssen sie bald da rausholen, Kate Walker. Was ist der nächste Schritt, wenn wir Baranur verlassen haben? Der Fluss Balatöm. Wenn wir ihn über die Heilige Brücke überquert haben, sind wir jenseits der Grenze in Jakastan. Unsere Verfolger können uns dort nichts mehr tun. Das hört sich schon mal gut an. Olympia. Ayahuasca schien das nicht zu gefallen. Tatsächlich habe ich gehört, dass der letzte Straußenzug in Schwierigkeiten geriet. Eine Tragödie, die bleibende Narben hinterließ. Aber du hast momentan genug zu tun. Wir sprechen später darüber. Ich gehe, Kirk. Ich muss einen alten Freund finden. Ja, dann würde ich doch mal glatt behaupten, weil ich ja auch nicht weiß, was da alles mit ausgelöst wird, wenn wir den alten Freund finden und hoffentlich endlich mal wiederbeleben können, dass wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann in der nächsten Folge hoffentlich endlich mal herausfinden, was es mit dem alten Freund auf sich hat und dass wir ihn auch hoffentlich wiederbeleben können. Das sind ganz, ganz viele Hoffentlichs. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch und auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao.